Das war tief hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wie im Heisenberg schon gesehen, aber von seiner wahren Gestalt. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf. Die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Zurück mehr. Man kann sagen, das große Finale. Erstmal müssen wir Mr. Heisenberg erledigen und dann Miranda. Ja, ob das noch gut ist für den guten Duke. Mal schauen. Wo ist denn eigentlich dann die Mia? Okay. Das ist also die Wahrheit.
war also nicht die Mia, sondern Mutter Miranda. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Okay, das ist Abwehr. Na, kämpfen wir jetzt gegen die ganze Armee da hinten. Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Kann ich kaum erwarten. Munition haben wir genug. Los geht's, wir wollen raus hier. Maschinengewehr. Dann können wir jetzt hier raus. Was? Irgendwas stand da drauf. Achso, geschütztes Abfeuern. R2. Ah, alles klar. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Was? Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du, dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück! Lass uns das klären! Oh. Die echte Männer, deine Leiche, wird sich gut in meiner Armee machen! Ja. Schieß nur! Das rote Dings, da müssen wir. Ah, so ein Shit. Mehr. Egal. Gib mir mehr. Das hat wehgetan. Ohne Scheiße. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters. Gott. Ich will mehr! Verneige dich vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesem verfluchten Waldwolf Dank schuldig! Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab! Ein Sohn, wie er im Buche steht! All die Jahre unter der Fuchtel dieser Schlampe! Es war nicht leicht, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten! Ich bin ein verdammter TikTok, Ethan! Die Zeit für Spiele ist vorbei! Da haben wir's. War noch nicht alles. Oh shit. Hältst dich wohl für besonders schlau? Nein! Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Winter um! Aber erst zu dir! Weg! Aber ich habe kein Scharfschützengewehr, Mensch. Komm schon. Nein. Ah, shit. Tja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht? Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen.
Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist die... Komm nachladen. Hast du Spaß? Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Komm, komm. Ja, die Scharfschützen-Muni können wir vergessen. Beeindruckt. Irgendwie, wir haben ja noch das hier. Komm, wir haben ihn gleich. Der kann nicht mehr. Du siehst Trost in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Ein Grab. Nein, nein, es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Es ist vollbracht. Kristall. Hä? Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut.
musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Eieieiei, Ethan ist also tot. Und nun wissen wir die ganze Geschichte. Selbst die Oma, das war schon die Mutter Miranda, ne? Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Da bin ich mal echt mal gespannt. Heisenberg ist nun erledigt, endlich. Aber da ist ja noch Chris und seine Truppe. Mal schauen, was die noch richten können. Rache. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay. Kanan, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Okay. Ui, was ist das denn da hinten? Da müssen wir wohin? Das ganze Dorf. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Sehr gut. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Okay, danke, Sniper. Alter, die gehen ja sowas von ab hier. Wenn man schon eine richtige Waffe hat. Zack. Bist dich Route sicher, rücke aus. Verstanden. Wo bist du, Rose?
BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Dankeschön. Augenblick. Okay, ein Leben haben wir nicht. Jetzt das schöne Dorf hier. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Wo? Ah, shit. So schnell, 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 schnell. Das war's schon hier? Okay, da können wir nicht mehr lang. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Nicht lang. Verstanden. In Tantra, hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, hab schon. Alles klar, dankeschön. Geil, Granate auch noch. Es läuft doch. Perfektes Team. What? Das macht uns das Leben nicht einfach. Wo müssen wir jetzt hin? Oder sprengen? Warte mal. Nein, das wollte ich gar nicht. Handgranate, Handgranate. So ein Mist. Geil. Amareis, ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Wow. Komm schon. Zack. Ey, das macht so Bock, wenn man die richtigen Waffen hat, ne? Egal. Los. Die mit ihren Scheiß. Bogen, Pfeil und Bogen. Sieht doch lächerlich aus. Nein! Okay, die haben mich getroffen. Getroffen ist getroffen. Ey, das sieht so heftig aus, das Schloss. Da ist wieder Munition. Nein! Headshot. Na komm schon. Sind deutlich in Überzahl. Aber wir snappen sie alle weg. Ich dachte, der, wenn der
Bosskönig der Werwölfe weg ist, sind die anderen auch weg. Seine Gefolgsleute. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Den Laser. Ich will mal kurz was gucken. Wir hatten ja irgendwo... So. Okay. Zeig mir einfach, wo ich hinziehen muss. Hier oder nicht? Werwölfe. Geladen bis zum Anschlag, Boss. Augenblick. Komm schon, komm schon, komm. Nein! Augenblick, Augenblick. So. Funktioniert der Lasermarkierer? Wie viele denn noch? Geht's allen gut? Ach da. Augenblick. Langsam wird's nervig. Verdammt, die Dinger benutzen Waffen. Das gleiche könnten die über dich sagen. Jetzt! Perfektes Timing. Augenblick. Muss nachladen. Ja, Augenblick. Wie denn noch? Ja, komm her. Oh, das ist so spannend gerade. Okay, ich kümmere mich drum. Oh, nein! Muss ich hier besser verstecken. Jetzt, komm. Jawoll! Alter Schwede, so. Da geht's aber richtig ab. Ah, ein bisschen machen wir noch für diese Folge. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Ugh.
Da ist doch noch irgendwo ein Werwolf oder wie? Was? Du machst den Megamyth hinten, was? Verdammt, so wird das nichts. Lobo, wer macht dir alle zu schaffen? Ich brauch deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Höhle. Alter. Okay, auf dem Weg. Halt durch, bin gleich bei dir. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. So gefällt mir das. So, weiter. Warte kurz. Alter Schwede. Ich gehe weiter. Der Rest... Bleibt oben. Wir machen mal kurz eine Pause hier. Und dann geht's weiter, ne? Dranbleiben.